Also ein Familienunternehmer ist ein Unternehmer, der daran denkt, seinen Unternehmensanteil an die nächsten Generationen weiterzugeben. Und das Weitergeben ist das Entscheidende in diesem Zusammenhang, weil man dann anfängt, anders zu handeln und anders zu denken. Man versucht nicht mehr innerhalb der eigenen Spanne der Zugehörigkeit des Unternehmens das Maximum herauszuholen oder so etwas oder besonders effektiv und leistungsfähig zu sein, sondern der Erfolgszeitraum, der Horizont ist ein ganz anderer und bezieht andere Generationen mit ein. Zweitens sind Familienunternehmen oft an einem Ort durch auch die Präsenz der Familie angesiedelt und die Familie ist in der Gesellschaft des Ortes verwurzelt. Das heißt, diese Verwurzelung ist viel größer. Dadurch ist sowohl natürlich das Erfolgsdenken ein anderes, als auch der Druck oder die Konsequenz beim Misserfolg. Familienunternehmer haben also im Vergleich zu den Managern, die eher in wechselnden Stationen ihr Berufsleben durchlaufen, haben Familienunternehmer, stecken in zwei Sphären, die deren Denken und deren Loyalitätsstrukturen ihr Handeln bestimmen. Das ist auf der einen Seite die Familie und auf der anderen Seite das Unternehmen. Das muss nicht immer leicht in Einklang zu bringen sein. Familienunternehmen galten bis vor wenigen Jahren eigentlich als anachronistisch, weil sie eben durch die Langsamkeit, Beständigkeit, das Unflexible von Familien eben auch schwer nach den neukapitalistischen Effizienzkriterien handeln konnten. Jetzt, nach der Wirtschaftskrise, hat sich das aber eben über die letzten Jahre in Deutschland komplett gewandelt. Und gerade Familienunternehmen gelten als das Rückgrat eigentlich der deutschen Wirtschaft und sehen sich auch selber so, gerade weil sie das Stabile, die soziale Marktwirtschaft vermeintlich für sich verinnerlicht haben und verkörpern. Familienunternehmer sind unglaublich stolz auf das eigene Unternehmen, die eigene Geschichte und stehen quasi auch gedanklich auf den Schultern der Vorväter. Manager streiten das eigentlich immer eher ab für sich und unterstreichen, dass sie keine Vorbilder haben, sondern eigentlich eher alleine alles geschafft haben, auch gegen Widerstände sich hochgearbeitet haben und sich hocharbeiten mussten. Das unterscheidet Familienunternehmer und Manager und macht sie auch in Bezug auf Politik anders. Familienunternehmer sind eigentlich eher die Generalisten, die in ihrem Unternehmen alles managen müssen, alles im Blick haben müssen und erwarten, auch zu allen Punkten im Unternehmen gehört zu werden. Und genau ähnlich gehen sie auch an Politik heran. Manager sind demgegenüber eher auf einen Spezialbereich im Unternehmen, wenn es ein größeres Unternehmen ist, konzentriert und auch nur da dann begreifen sie sich als sprachfähig. Und ähnlich, mit einer ähnlichen Erwartung des Spezialistentums gehen sie auch an Politik heran. Beides hat natürlich ein bisschen seine Probleme. Auf der einen Seite der kleine Stadtkönig, der erwartet, dass auch die Stadt vor Ort ihn anhört und ihn seinen Wünschen und seinen Meinungen folgt. Und auf der anderen Seite ein Manager, der erwartet, dass eben der Wirtschaftsminister auch in Wirtschaft promoviert hat und der Vorsitzende dann eben eines Fachausschusses für Medizin dann eben auch ein Mediziner sein muss oder so etwas. Und insofern ist beides nicht ganz unproblematisch aus politikwissenschaftlicher Sichtweise, aber es ist äußerst interessant, sich das anzugucken. Und gerade wenn man sich Soziologie oder vielleicht Kultur eines Familienunternehmens anguckt, bleibt natürlich für unsere heutige Gesellschaft die Frage, sind nicht Familienunternehmen, gerade was Nachhaltigkeit, was auch vielleicht Sozialverträglichkeit anbelangt, eine unglaublich gute Grundlage, um über ethische Fundamente unserer Wirtschaftsordnung nachzudenken. Und sind Sie das tatsächlich? Wenn man die Frage einmal umkehrt, an Sie gerichtet? Ich würde sagen, es hat wie vieles zwei Seiten. Wenn man Familien als Grundlage von Unternehmen begreift, dann können sie natürlich in weiteren Horizonten denken. Besonders nachhaltig wirtschaften, weil sie wissen, die anderen Generationen kommen noch dran. Besonders sozialverträglich wirtschaften, weil sie wissen, die Familie ist in dem Ort verwoben, die Familien des Ortes arbeiten in dem Unternehmen. Insofern, eigentlich sind wir alle eine große Familie. Familien können aber auch, wenn man das Motiv aufgreift, natürlich unter einem tyrannischen Vater unglaublich leiden, der eben erwartet, dass alles nach seiner Pfeife tanzt, der ganz andere Loyalitätsstrukturen, als wir uns das in einer Gesellschaft vorstellen, ausprägt und dann auch versucht durchzudrücken. Also Familien haben, wie Familienunternehmen auch, mindestens zwei Seiten.